Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zelda. Heute Hyuk umschreien und ich glaube, damit wohl schwierigste Schreien überhaupt, wenn man nicht genau weiß, wie es geht. Hier Hyuk umschreien, hier oben bei dem, ja, Drachenkopf. Hier unten in Firone ist der zu finden. Einfach der Hyuk umschreien. Und zwar folgendermaßen ist die Lösung. Hat mich auch ein bisschen auf die Palme gebracht, aber wenn man weiß, wie es geht, ist es echt einfacher, als es aussieht. Und zwar folgendermaßen. Genaue Passform hier. Ist die. Ja. Ist das Thema des Schreins. Man muss drei Rätsel lösen, also dreimal so eine Bahn entlang fahren. Man kann die ersten beiden ein bisschen tricksen, aber bei der dritten braucht man auf jeden Fall den genauen Plan. Das ist eigentlich nur so drauflegen, runterrutschen, dann hat man's. Ja. Dauert ein bisschen. Kommen wir auch einen netten Ton. Hier sollten wir zuerst einmal, wenn die Plattform runterkommt, die hier wegnehmen, weil sonst nervt die uns nur. Macht das auf jeden Fall. Glaubt mir. Die nervt sonst. Und dann bauen wir uns mit den dreien hier was Neues. Nämlich quasi eine eigene Eisenbahn oder so, wenn man das so nennen möchte. So. Und das dann noch oben drauf. Genau. Das stellen wir jetzt da rein. Ah ja, ich glaube sowieso, dass das Ding da noch im Weg ist. Mal schön Platz, du Scheißding. Aber muss hier ein bisschen. Das drehen wir dann, ne? Ich lieb's. Aber es passt. Ja, eigentlich ziemlich egal, wie weit ihr das jetzt mittig draufsetzt oder nicht. Es passt. Also, es schiebt sich sowieso, weil die Schiene hat. Die Schienen haben Kurven. Deswegen passt das auf jeden Fall so. Und ja, dann können wir eine Runde. Ach, da anfahren! Wuhu! Ja, wenn man da nicht drauf kommt, vor allem bei dem ersten Ding, dann wird man auch so ein bisschen dazu geleitet, die seitlich drauf zu tun, ne? Was auf jeden Fall falsch ist. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und jetzt kommen wir jetzt hier zu diesem Rätsel, was vielleicht echt ja, das schwerste Rätsel ist. So, das machen wir genauso wie gerade auch. Den mittig, ganz wichtig, weil hier verliert nämlich die eine Strecke an. Also die ist aber weg dann. Deswegen ist das wichtig, dass wir die mittig drauflegen. Jetzt brauchen wir noch die Ventilatoren, damit wir ein bisschen Gas kriegen. Ah, nicht runterfallen! Ah, ist so eng hier, Mann! Ah, ich hasse das mit dem Drehen. Dafür werde ich mich nicht dran gewöhnen. Die ganze Zeit nicht. Okay, die wieder nach hinten, also der Ventilator muss nach hinten gucken, logischerweise. Dann der. Und dann haben wir schon. Und jetzt reinstellen. Wichtig, dass die links und rechts halt in den Fugen drin sind. Genau so. Weil die linke Spur verliert jetzt an. Also die geht dann weg. Und dann geht man mit dem Mittelding in die neu kommt. Und der rechte, der bleibt in der Spur. Werdet ihr jetzt sehen. Also die linke Spur geht jetzt weg. Rechts bleibt. Und in der Mitte haken wir uns jetzt in die neue Spur ein. Das sieht eigentlich richtig interessant aus. Aber nur so geht's. Seht ihr? Zack, links ist weg. Und jetzt sind wir nur noch mittig. Weil auch rechts ist auch weggegangen. Aber war noch ein bisschen länger da. Und jetzt fahren wir Achterbahn. Und das ist Rätselslösung. Ja, ich weiß, dass jetzt alle schon abschalten, aber wenn ihr noch dabei sein wollt bei der Zugfahrt, dann teilt mit mir hier die wunderschöne Aussicht. Wunderschön. Und jetzt kriegen wir richtigen Schwung bis zum Dings hin. Oh, doch nicht. Okay, ich war letztes Mal gesprungen. Aber das ist die Lösung. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.